Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Die letzten Handgriffe vor dem Start, die Ruhe vor dem Sturm. Ein Feld am Rand von Ettringen in der Eifel wurde zum Fahrerlager für etliche Motocross-Fahrer, nicht nur aus Deutschland. Freunde des Motocross-Club in Ettringen hatten schon lange auf dieses Wochenende hingefiebert. Motorengeheul, spannende Rennen und waghalsige Sprünge. Der Südwestcup in der Sandkaul ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Unter Cross-Profis schon fast ein Pflichttermin. Unsere Strecke gilt ja als sehr anspruchsvoll und den Spezialisten, den schnellen Fahrern macht sie natürlich super guten Spaß, weil sie mit diesen Formationen des Geländes ganz, ganz gut umgehen können. So, wir haben uns jetzt die letzten zwei Wochen riesig ins Zeugs gelegt, haben die Bahn bestens vorbereitet, können auch inzwischen hier bewässern. Wir haben heute einen verdammt, Gott sei Dank, sonnigen Sommertag und freuen uns auf die Rennen. Sage und schreibe 165 Fahrer waren mit ihren Maschinen am Start. Auch die kleinsten kämpften in ihrer Klasse um die begehrten Pokale. Zugegeben auf einer etwas verkürzten Strecke, aber mit genauso großem Eifer bei der Sache wie die Großen. Letzten Endes stellte sich immer die gleiche Frage: Wer schafft es als Schnellster durchs Ziel? Organisiert wird das Rennspektakel von den erfahrenen Mitgliedern des MCC Ettringen. Über mehrere Jahrzehnte hat der Verein den Motocross-Sport fest in ihrem Dorf verwurzelt. Das ist die Tatsache, dass wir heute vor 40 Jahren unsere erste Motocross-Veranstaltung hier durchgeführt haben und blicken jetzt, sage ich mal, auf 40 Jahre Motocross zurück. Natürlich haben sich viele Gesichter verändert, die Fahrer haben sich verändert, aber es gibt nach wie vor einen harten Kern und ohne den harten Kern kann man einen solchen Verein, eine solche Veranstaltung nicht durchführen. Die Rennfahrer kamen an diesem Tag in jedem Fall ins Schwitzen und dafür sorgte nicht nur das heiße Wetter. Die Strecke war der springende Punkt im wahrsten Sinne des Wortes. Mehrere Meter hohe Sprünge, da zeigten die Fahrer ihre Stuntqualitäten. Nicht zu vergessen, Perfektion und Konzentration, zwei Dinge, die jeder Fahrer hier genauso gut beherrschen sollte wie seine Maschine. Unter den Zuschauern gab es mit Sicherheit einige, die selber gerne mit dem Zweirad über die Strecke gebraust wären. Doch so hautnah wie hier in Ettringen kann man Motorsport als Zuschauer sonst sowieso nur ganz selten erleben. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.